hier, der kommt raus. Hier unten muss irgendwas sein. Ein Höhlchen oder irgendwas. Aber hier ist kein Eingang und nix. Da ist vielleicht irgendwas. Nö. Hier unten. Will jetzt nicht unbedingt direkt reingehen. Aber da ist auch nichts. Nö, da ist auch alles zu. Ja, keine Ahnung. Ah, da war doch gerade das Höhlengeräusch von Minecraft. So, wie weit ist denn mein Feld? Ja, super, das dauert noch Jahre. So. Da haben wir bestimmt noch ein paar Saplings jetzt, die wir einsammeln können. Es wird schon wieder dunkel. Auch nicht schlecht. Oh, noch ein Apfel. Apfel. So, och. Laufen wir mal zurück zur Hütte. Wenn die Sonne jetzt hier gerade so schön untergeht. So, und mal ein bisschen schlafen legen. Und mal richtig hinsetzen wieder. Ich rutsche gerade ein bisschen vom Stuhl. Und mein Arm tut weh. Muss ich mal gucken, vielleicht muss ich das Mikrofon noch irgendwo ein bisschen anders dahinstellen. So, ne? Hier hat uns noch keiner was kaputt getrampelt, das ist auch schön. Erkunden. Und mal wieder ein Glitch. Und ein Ei. Schade, dass man die noch nicht essen kann. Ich weiß nicht, ob da was geplant ist dafür, dass man die noch irgendwann mal essen kann. Wäre aber schön, weil dann hätte ich wahrscheinlich jetzt schon genug, um Höhlen zu erforschen. Ich würde gern rennen, aber naja. Ich könnte mich natürlich auch mal ein bisschen kaputt gehen lassen. Das wäre natürlich auch eine Sache. Könnte ich wenigstens die Höhle da unten drin erforschen. Ach, noch mehr Hühner. Das ist sowas. Also auf der Map sieht's hühnertechnisch, ja, doch, recht gut aus. Ach, und ich habe das ganze Holz dabei. Heieiei. Dann gehe ich bestimmt gleich kaputt. Darf nur nochmal das ganze Holz von vorne sammeln. Aber hier ist nicht wirklich was und dann ist hier erstmal ein Riesenmeer. Da hinten sieht es mir ein bisschen nach Sumpf aus. Blub. Jetzt wird langsam der Mund ganz schön heftig pappig. Also da kann ich Gronkh gut verstehen. Und der macht das ja, der redet ja länger. Ist da unten irgendjemand? Hm, hallo? Auch noch eine Höhle. Ach ja. Also dieser Applejack Seed, der ist doch gefällt mir eigentlich. Da unten geht's nochmal in die Höhle runter. Na. Da kriegen wir wahrscheinlich gleich wieder einen Pfeil entgegengeschleudert. Ich gehe da jetzt nicht rein. Hey, ich habe ja 2 Experience. Könnte ich ja schon was enchanten. So ganz ohne Enchantment Table. Noch ein Ei. So. Da
Da wird langsam was reif. Dauert aber noch ein bisschen. Wie langweilig. Ja, da ist dann der Vorteil, wenn man schon in der Alpha angefangen hat. Ich habe ja eigentlich in der Beta angefangen zu spielen, aber habe jetzt erst entschlossen, mal es mit einem Let's Play zu versuchen. Also jetzt heißt, ich weiß gar nicht, wie ich die schneide, wahrscheinlich 15 Minuten. Das ist, glaube ich, so ein Standardformat. Beziehungsweise lässt YouTube zu im Standard. Aber ich hätte ja auch kürzer schneiden können. Weiß ich noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Ich lege das mal das Holz ab, weil das ist mir zu gefährlich ein bisschen. Shift. 4 Äpfel. Ich muss mal kurz was trinken. Oh, lecker, lecker Wasser. So, wieder die Tasten ums Mikrofon rum. So, die Eier können eigentlich auch noch da rein. Saplings können wir einfach mal ein paar hier umsetzen. Hier noch eine drauf. Machen wir mal hier ein. Dass ich ein bisschen eine Holzquelle habe. So, am liebsten würde ich ja die Höhle mal da erforschen, aber ich traue mich nicht, weil ich noch viel zu hungrig bin sozusagen dafür. Ich könnte ja mal natürlich... Ach, ich probiere es einfach mal. Wenn wir sterben, ich habe jetzt... Die hole ich mal da. Die Steinhacke, das muss ich mir auch noch merken. Die nehmen wir mal mit. Und na, nehmen wir mal die Hälfte an Fackeln mit. Ist zwar nicht viel. Und wahrscheinlich kommt uns gleich wieder das Creeper-Begrüßungskomitee entgegen. Und will mal Hallo sagen. Oh, ich sehe nichts im Dunkeln. Oh. Hm. Oh, jetzt geht's da auch nochmal hoch. Und ich bin, glaube ich, gleich... Ah, da unten, das kennen wir doch, glaube ich. Und da geht es nochmal hoch irgendwo. Aber da ist schon wieder Licht, dann können wir mal hier eine Fackel hinhauen. Und da waren wir schon. Ach, es war doch jetzt nicht so schlimm. Können wir da unten irgendwo hin, dass wir da eine Fackel irgendwo anpappen können, da. Ach dann, ach ja, dann würde ich mal sagen, hauen wir ein bisschen Kohle hier ab. Auch mit. Wie nur eins. Och Mann.
Ja, das ist auch wieder spannend hier. Aber das ist ja Minecraft. Da wird es mir gerade ein bisschen zu dunkel. Für euch wahrscheinlich auch. Gut. Ach, da ist noch Eisen. Mensch, da kann ich mir jetzt ja schon ein Schwertchen draus machen. Aber da brauche ich noch so ein Öfchen. Den kann man sich eigentlich mal jetzt... Hm? Na, vier will ich nicht ganz da. Na. Machen wir erstmal so, machen wir so, so. Wird schon wieder dunkel. Es geht aber schnell. So. Ich glaube, das reicht schon für eine, für einen Schmelzofen. Und mal gucken, wie sie den genannt haben. Haben sie den wirklich Schmelzofen genannt? So. So. Zack, 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 zack. Zack, zack. Brennpunkt. Achso, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Wie heißt der? Ofen. Einfach nur Ofen. Gut. Und dann können wir da mal... Ein Köhlchen und 8 Eisenerz und flup. So, dann haben wir über die Nacht, auch schön geheizt. So, auch mal einen Arm ausschütteln. So, was machen wir denn jetzt? Könnt mal gucken, wie weit unser Fältchen ist. Ah, das dauert noch ein bisschen. Ah, da kriegt man auch nie. Da muss man echt so eine Erntemaschine bauen, sonst lohnt sich das nicht.